Liebe Brüder und Schwestern, halten wir fest am Wort Jesu? Bewahren wir seine Worte im Gedächtnis, im Herzen? Selig sind wir, wenn wir das tun, denn Jesus sagt, ja, wenn jemand das tut, dann liebt er mich. Und mein Vater wird kommen und ihn lieben und wir werden bei ihm Wohnung nehmen. So haben wir jetzt im Evangelium gehört. Gott nimmt Wohnung in uns. Er wohnt in uns. So nahe möchte Gott uns sein. Nicht nur hier in der Kirche, wenn wir gemeinsam beten, den Gottesdienst feiern, sondern auch dann, wenn wir hinausgehen, auf die Straßen, nach Hause, in unsere Wohnungen und Häuser, zu unseren Arbeitsplätzen. Auch da ist Gott mit uns, ist er uns nahe. Aber auch dort sollen wir an sein Wort denken, an das Wort Gottes. Jesus selber ist dieses lebendige Wort Gottes, das Fleisch geworden ist. Er ist unser Leben und er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben. Ja, Jesus gibt uns Leben. Wenn wir ihm vertrauen, wenn wir an ihn glauben, an seinem Wort festhalten, sein Wort halten, ja, seine Gebote sollen wir halten, die Gebote, die Gott uns gegeben hat. Wie wohltuend sind Menschen, die zu ihrem Wort stehen, ja, die Wort halten. Und wie unangenehm, ja, wie schmerzlich ist diese Erfahrung, wenn wir Menschen kennenlernen, die ihr Wort nicht halten, die nicht zu ihrem Wort stehen, zu dem, was sie versprochen haben. Aber Gott steht zu seinem Wort und auch wir sollen zu unserem Wort stehen. Unser Ja sei ein Ja, unser Nein ein Nein. Und was wir Gott versprochen haben, ja, und was wir einander versprechen, das sollen wir auch halten. Möge der Herr uns dazu stärken, mit seinem Geist, mit seiner Gnade, dass wir Wort halten, ja, dass wir wahrhaftig sind, dass wir uns nicht in irgendwelche Lügen und Täuschungsmanöver hineinflüchten, um unangenehmen Situationen aus dem Weg zu gehen, um uns aus unangenehmen Verpflichtungen irgendwie herauszuwinden, um den bequemen Weg einzuschlagen. Ja, der Herr schenkt uns seinen Heiligen Geist. Diesen Geist wollen wir immer wieder neu erbitten, dass wir den Mut und die Kraft finden, auch zu dem zu stehen, was schwierig ist, was uns herausfordert. Dass wir die Kraft finden, auch den schwierigen, den unangenehmen, den anstrengenden Weg zu gehen, ja, den Weg unserer Gewissenhaftigkeit, den Weg der Ehrlichkeit. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ja, gehen wir auf dem Weg Jesu, halten wir an der Wahrheit des Glaubens fest, an seinem Wort, ja, am Glauben der katholischen Kirche. Folgen wir nicht Lehren, die nicht mit der Lehre der Kirche, der katholischen Lehre übereinstimmen. Wir haben es in der Lesung gehört, schon in der Apostelgeschichte gab es Schwierigkeiten. Es kamen Leute, die verkündeten, ja, ihr müsst so leben, ihr müsst euch beschneiden lassen. Nur so könnt ihr das ewige Leben gewinnen, könnt ihr wirklich Christen sein. Schon damals war es notwendig, dass die Apostel zusammentraten und gemeinsam eine Entscheidung treffen. Und sie sagen, ja, der Heilige Geist und wir, das ist wichtig. Nicht nur der Mensch entscheidet, sondern zuerst entscheidet Gott.
Und wenn ein Apostelkonzil, ja, wenn ein Konzil entscheidet, ist es nicht zuerst die Entscheidung von Menschen, sondern es ist der Heilige Geist, der sein Licht schenkt, der die Menschen erleuchtet. Damals unter den Aposteln haben sie hingehört auf diesen Geist Gottes. Ja, was ist der Wille Gottes für seine Kirche, für sein Volk? So dürfen wir darauf vertrauen, dass dieser Geist Gottes auch heute wirkt. Im Papst, in den Bischöfen, in den Konzilien. Bis heute gibt es sogenannte dogmatische Entscheidungen, Dogmen der Kirche, die feststehen, die unverzichtbar sind für unseren Glauben. Damals war es wichtig, dass diese Verwirrung, ja diese Unsicherheit, ja dieser Streit beendet worden ist. Durch diese Entscheidung dieses Apostels, dieses Konzils in Jerusalem, wie man es nennen möchte. Und so ist es auch bis heute die Aufgabe der Bischöfe, des Papstes, der Konzilien, klare Entscheidungen zu treffen über Grundfragen unseres Glaubens. Nein, nicht alles, was der Papst sagt, ist Dogma, ist unabwendbar, ist sozusagen unfehlbar, sondern nur das, was wirklich als dogmatische Entscheidung von der Kirche verkündet worden ist. Denken wir zum Beispiel an das Dogma der unbefleckten Empfängnis der Gottesmutter Maria. Denken wir an das Dogma über die Aufnahme der Gottesmutter Maria mit Leib und Seele in den Himmel. Das sind Glaubensentscheidungen, die wichtig sind für unseren Glauben, unser katholisches Sein, für unser christliches Leben. In der zweiten Lesung war die Rede von dieser geheimnisreichen, mystischen Stadt Gottes, von diesem neuen Jerusalem. Und es gibt da ein Werk von einer Ordensfrau, vielleicht kennen Sie es, sie gehört zur franziskanischen Familie, man könnte sagen, sie war sozusagen Mitglied der Klarissen, eines Zweigs des Klarissenordens, Maria von Agreda. Sie schrieb über dieses Geheimnis, diese geheimnisreiche Stadt Gottes. Und sie sagt, dass die Gottesmutter Maria selber sozusagen schon diese Stadt Gottes ist. Diese geheimnisreiche Stadt, in ihr ist alles schon erfüllt, was wir noch im Glauben erhoffen, als Getaufte erbitten und erwarten wollen. Diese Stadt Gottes, die Johannes in seiner Offenbarung sieht, die herabkommt von der Herrlichkeit Gottes, ja, sie ist ja sozusagen schon in uns als Getaufte. Gott möchte in uns wohnen, wir selber sollen zu dieser Stadt Gottes werden, zu diesem lebendigen Tempel. Wir selber sind aufgebaut als lebendige Steine, eingebaut in diese Stadt Gottes, in dieses neue Jerusalem, so wie die Gottesmutter Maria als Erste, als Unbefleckte, die schon aufgenommen ist in die Herrlichkeit. Sie bittet für uns. Ihre Fürsprache sollen wir uns gerade jetzt im Mai, in diesem Marienmonat, anvertrauen. Sie ist die Königin der Apostel. Sie ist erleuchtet von der Herrlichkeit Gottes. Ja, möge der Herr auch uns mit seinem Licht erfüllen, mit seiner Herrlichkeit, mit seinem Heiligen Geist, damit wir die Irrlehren durchschauen, die Verführer erkennen, damit wir auf dem Weg Gottes und des Heils sicher voranschreiten. Und es heißt in dieser zweiten Lesung aus der Offenbarung, diese Stadt Gottes wurde aufgebaut auf 12 Grundsteine. Und diese 12 Grundsteine sind sozusagen die 12 Apostel. Auf diesen Steinen stehen ihre Namen. Auf den Toren dieser Stadt stehen die Namen der 12 Stämme der Söhne Israels. Gott selber hat diese Stadt aufgebaut, ja, diese neue Welt. Er hat diesen Bund mit uns geschlossen, zuerst mit Abraham und den neuen Bund dann mit uns in seinem Sohn Jesus. Ja, vertrauen wir dem Herrn, vertrauen wir seiner rettenden Macht. Lassen wir uns aufbauen als lebendige Steine zu einem geistigen Haus, wie es in der Schrift auch heißt. Gott selber möchte unser Licht sein.
Es heißt ja in dieser Lesung, diese Stadt braucht nicht mehr Sonne und Mond, weil Gott selber sie erleuchtet, weil diese Leuchte das Lamm ist. Ja, das Lamm ist Jesus Christus. Er wurde für uns geopfert. Er ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Er ist der Heiland, der Retter. Vertrauen wir nicht auf die Magie der Steine. Es ist ja heute sehr modern, auf Edelsteine zu vertrauen, ihnen Heilkraft zuzuschreiben, von ihnen, von diesen Steinen sozusagen Heil zu erwarten, ihnen eine Kraft zuzuschreiben. Nein, Jesus ist der wahre Stein. Er ist der Grundstein, der Fels unseres Lebens, unseres Heiles. Er befreit uns, er schenkt uns die Fülle des Heils. Ihm sollen wir vertrauen, jetzt und immer. Amen.